Nachhaltigkeit. Dieses Thema prägt meine Arbeit als stellvertretender Vorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion in vielfältiger Weise. Ich denke an den Bereich Arbeit und Soziales. Es geht um eine nachhaltige Stabilität unserer sozialen Sicherungssysteme, auch um Gerechtigkeit zwischen den Generationen. Das hat wichtige Auswirkungen auf die Gestaltung der Sozialpolitik, aber vor allen Dingen auch auf das Ziel, Menschen zu befähigen, durch Qualifikation, durch gute Arbeit, nachhaltig, selbstbestimmt, eigenverantwortlich ihr Leben zu führen und dabei eine gute Unterstützung durch die Gemeinschaft zu erfahren. In der Entwicklungspolitik sind es die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, die einen starken Rahmen dafür geben, wie wir als wohlhabendes Land einen Beitrag zu einer auch in unserem Interesse liegenden nachhaltigen, guten Entwicklung in den ärmeren Ländern der Welt, Kampf gegen Hunger, für auch globale Gesundheitsförderung, Unterstützung von Gesundheitssystemen in armen Ländern und schließlich auch ein Beitrag zur nachhaltigen Bewirtschaftung, etwa in den Ländern des Südens, in der Landwirtschaft und in anderer Weise leisten. Bewahrung der Schöpfung. Als Beauftragter für Kirchen- und Religionsgemeinschaften begegnet mir in den Gesprächen nicht nur mit den christlichen Kirchen, da ganz stark, aber auch mit anderen Religionsgemeinschaften dieser Gedanke, wir sind zur Bewahrung der Schöpfung beauftragt. Und das ist ein Gebot einer nachhaltigen Umgangs mit dieser Erde, die wir in guter Weise an unsere Kinder und Enkel weitergeben wollen.